Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Heute begrüße ich Sie aus Frankenberg, genauer gesagt vom Stadtpark. Und ich muss gestehen, heute bin ich ein bisschen aufgeregt, denn hier hält heute Erich von Däniken einen Vortrag und ich möchte ihn schnell noch interviewen und ich hoffe, dass mir das gelingt, denn es sind jede Menge Leute schon im Anmarsch, unter anderem aus Holland und Luxemburg angereist. Mal sehen, ob er sich noch eine kleine Minute Zeit nimmt für mich. Oh je, hier ist schon jede Menge los und das, obwohl ich extra eine Stunde früher angekommen bin. Hoffentlich hat der meistgelesene Sachbuchautor der Welt denn noch eine kleine Minute Zeit für mich. Aber momentan habe ich da wenig Hoffnung. Deshalb stürze ich mich jetzt ins Getümmel und frag mal, von wo die Leute denn überall angereist kommen. Wir sind heute um 4 Uhr morgens losgefahren. Um 12 Uhr waren wir heute hier in Chemnitz, beziehungsweise in Frankenberg. Ja. Jetzt bin ich mit meiner Frau hier und schauen uns diesen Vortrag mal an. Leider kommt der Herr Däniken nicht näher in der Nähe von Holland als hier in Frankenberg. Und da muss man sich halt ein bisschen Mühe machen, um dann mehr als zehn Stunden im Zug zu sitzen, um heute Abend den Vortrag anzusehen. Um was geht's? Herr von Däniken, als erstes, um was geht's heute in Ihrem Vortrag hier? Zum ersten Mal auch um UFOs. Ich war Jahrzehnte ein schrecklicher Skeptiker der UFO-Szene. Jetzt hat die amerikanische Regierung und auch die Franzosen und die Engländer ihre UFO-Akten freigegeben. Und ich habe kiloweise Akten auf dem Tisch, mit dem Stempel Top Secret und dann das nächste For Eyes Only, also nur zu sehen. Und da stehen einem die Haare zu Berge. Das heißt, sie wären nicht dauernd angelogen worden, die vergangenen Jahre. Und darüber zeige ich ein paar Beispiele mit lebendigen Bildern. Die Ruinanlage Teotihuacan. Teotihuacan, ja. Genau. Da wurde ein Tunnel entdeckt. Wäre das was für Sie, für Ihr nächstes Natürlich. Buch vielleicht? Darüber habe ich schon oft geschrieben. Schau, Teotihuacan ist die riesige Anlage in Mexiko, so 40 Kilometer von Mexico City entfernt. Als die Spanier vor 400 Jahren kamen, war das alles schon überwuchert, das war schon Ruinen. Und auch die Azteken fanden es nur in Ruinen. Der spanische Mönch Bernardino de Sahagún hat damals einen Eingeborenen gefragt, was ist das? Und der sagte, Teotihuacan. Und der Spanier fragte, was bedeutet das Wort, was heißt das? Und er sagte, das ist der Ort, an dem die Götter begraben liegen. Jetzt findet man viele Jahrtausende später unterirdische Tunnels mit vielen Gräbern, mit Hunderten von Gräbern, weil alle in der Nähe ihres Gottes begraben was sein sollen. Und im Moment ist der Grabungsstand so, man steht vor zwei Granittüren. Die hat man noch nicht aufgemacht. So, ich würde mich nicht wundern, wenn dahinter irgendwas Komisches zum Vorschein kommt. Vielleicht irgendwelche Priester mit verlängerten Köpfen, das gibt's alles in der Archäologie. Oder vielleicht sogar Außerirdische, kann man nicht ausschließen. Dankeschön. Puh, da habe ich aber gerade noch mal Glück gehabt. Mit diesem Besucheransturm habe ich wirklich nicht gerechnet. Und was noch alles los war in unserem Sendegebiet, das sehen Sie jetzt in unseren Wochensplittern. Die Wochensplitter werden Ihnen präsentiert von Volker Kluge GmbH, Ihr Mietgeräteprofi für Baumaschinen, Elektrowerkzeuge und Motorgeräte. Am 4. November hatte der Verein zur Entwicklung der Erzgebirgsregion Flöha und Tschuppertal zu einer Informationsveranstaltung nach Flöha eingeladen. Der Verein wurde Ende letzten Jahres gegründet und ist ein Zusammenschluss der Regionalverbände Augustusburger Land, Mittleres Flöha und Tschuppertal sowie der Marienberger Region. Hauptziel ist die Entwicklung und Gestaltung des ländlichen Raumes. Dem Verein stehen dabei Fördermittel von der EU und des Landes zur Verfügung. Im Zeitraum von 2014 bis 2020 sind das knapp 20 Millionen Euro. Vor interessierten Bürgern, Kommunalpolitikern und Vertretern öffentlicher Einrichtungen stellte der Vereinsvorsitzende Ralf Birner die bis jetzt ausgearbeitete ländliche Entwicklungsstrategie für die neue Förderperiode vor. Um an die Fördertöpfe zu gelangen, muss diese von der EU für gut befunden werden. Unter dem Leitbild Gutes erhalten und innovatives Gestalten will man im ländlichen Raum ein attraktives Lebensumfeld schaffen. Damit soll Landflucht verhindert und Gewerbeansiedlung begünstigt werden. In der Zukunft werden natürlich wieder viele
kommunale Projekte, die der regionalen Entwicklung dienen, gefördert. Aber auch die privaten Teilnehmer können sich wieder bewerben. Das sind Familien, die alte Bausubstanz vor allem in den Dörfern wieder nutzen will. Die werden wir wieder fördern. Wir werden seniorengerechte Wohnungen, also behinderten- oder altersgerechte Wohnungen fördern. Das sind so die wesentlichen Dinge, die im privaten Bereich gefördert werden. Oder eben auch kleine Gewerbebetriebe, wenn sie neue Ideen haben, neue Produkte anbieten wollen oder eben für ihre neue Idee Werbung machen wollen. Neben der Verteilung von EU-Geldern setzt der Regionalverband auch noch andere Projekte um, die die Lebensqualität auf dem Lande verbessern sollen. Das sind zum Beispiel in den letzten Jahren gewesen die ganzen Computerkurse für ältere Menschen. Das sind Schulungen für Vereine. Das sind Zusammentreffen von Wanderwerksworten und viele, viele andere kleine Dinge mehr, die zum Zusammenleben der Bürger in unserer Region dienlich sind und die wir hier mit unserer Arbeit unterstützen wollen. Unterstützung braucht aber auch der Verein. Und das am besten durch viele neue Mitglieder. Vor allem an Personen, die nicht aus der Kommunalpolitik kommen, ist man interessiert. Wir brauchen vor allen Dingen deshalb sehr viele natürliche Personen, weil der Entscheidungsprozess oder das Gremium, das den Entscheidungsprozess führt, aus maximal 49% von kommunalen Teilnehmern bestehen muss. Und die anderen 51 müssen natürliche Personen sein. Und deswegen bitten wir alle, die Interesse haben an der regionalen Entwicklung, bei uns im Verein mitzuwirken, um dann später auch in den Entscheidungsgremien dabei zu sein. Die Geschäftsstelle des Vereins befindet sich in der Galenzer Straße 65 in Galenz. Dort können wahrscheinlich ab dem Frühjahr 2015 auch die ersten Förderanträge eingereicht werden. Bei diesem schlichten Sitzmöbel handelt es sich um ein echtes Designerstück und ein preisgekröntes obendrein. Am 24. Oktober konnte der Frankenberger Designer Marcel Kabisch in Leipzig den Sächsischen Staatspreis für Design entgegennehmen. Für den Hocker mit dem treffenden Namen Griffbereit erhielt der freischaffende Gestalter den zweiten Preis in der Kategorie Produktdesign. Gut ein Jahr hat es von der Idee zum fertigen Produkt gebraucht. Entstanden ist ein vielseitig verwendbares Möbelstück. Eigentlich wollte ich diesen Hocker produzieren. Sieht sehr schön aus. Bin aber dann an die finanziellen Grenzen gestoßen, weil hier hat man 4 Platten und 4 Beine. Und das muss alles verleimt werden und bearbeitet werden und das ist am Ende sehr teuer geworden. Und da war dann die Frage, Mensch, wir müssen einen Hocker machen, der nur eine Platte hat. So. Und der nur 3 Beine hat. Und dabei ist eben dann der Hocker entstanden. Abwischbar. Man kann nochmal draufsteigen. Man kann ihn als Tablett verwenden. Und das Ganze ist stapelbar. Und so hat man hier eine schöne stabile Verbindung. Und der Winkel des Beines ist genau der gleiche Winkel von der Platte. Neben weiteren kleinen, aber feinen Designprodukten vertreibt Marcel Kabisch das Möbelstück auf seiner Internetseite unter dem Label Feinserie. Die Kombination aus Hocker, Tablett und Beistelltisch hat auch schon Einzug in die Kataloge einiger Handelsketten gefunden. Größere Sitzmöbel wie diese Gartenbank entstanden ebenfalls im Atelier in der Altenhainer Straße 13. Dort öffnet am 1. Dezember auch das erste Fenster im lebendigen Adventskalender des Frankenberger Kunst- und Kulturvereins. Viel Zeit zum Ausruhen bleibt Marcel Kabisch also nicht. Am 1. und 2. November hatte der Rassekaninchenzüchterverein S153 Frankenberg und Umgebung e.V. zur Ausstellung in die Turnhalle des Frankenberger Bildungszentrums eingeladen. Insgesamt waren knapp 200 Tiere zu sehen. 43 Aussteller aus 11 Vereinen beteiligten sich an der Schau. Da die Tiere nach ihren Rassemerkmalen bewertet wurden, hatten die Züchter ihre besten Exemplare für die Ausstellung ausgewählt. Und da galt es einiges zu beachten. Fell muss hin, der Bau muss sein, ja, dann müssen die Krallen stimmen, die müssen die Farbe haben, überhaupt in der Gesamtbauform, wo man sagt, jawohl, das ist erschlossig. Für die schönsten Langohren gab es dann Auszeichnungen. Einige der Preise und Pokale wurden von prominenter Stelle gestiftet. Den Frankenberger Rassekaninchenzüchterverein gibt es bereits seit 114 Jahren. Einst hatte sich der Verein um die einheitliche Kennzeichnung der Tiere verdient gemacht.
Der Frankenberger Verein hat sich seinerzeit damit beschäftigt und haben mit primitiven Mitteln, mit Grammophonnadeln und ähnlichen, so eine Art Tätowierzange entwickelt. Und haben auch das Modell vorgeschlagen, wie man das machen kann. Dieses Modell ist seinerzeit, so im Jahr 1924 war das, wenn ich mich jetzt recht erinnere, ist so als solches angenommen worden. Und das ist also deutschlandweit übertragen. Die Frankenberger Kaninchenzüchter zählten früher zu den größten Vereinen der Stadt. Das ist heute anders. Der Verein hat also streckenweise über 150 Mitglieder gehabt. Heute sind wir natürlich nicht ganz so viel. Wir sind heute 20. Das ist so im Kreisgeschehen eigentlich so auch die Zahl. Das ist nicht der Fußball, wo sie alle hinkommen, in Schlange stehen und mitmachen wollen. Um dem Nachwuchs erste Berührungsängste zu nehmen, hatten die Vereinsmitglieder ein Streichelgehege eingerichtet. Bei den Jüngsten fand das großen Anklang. Und vielleicht regt es auch die Größeren an, sich mit diesem interessanten Hobby zu beschäftigen. Seit einiger Zeit wird im Oederaner Webereimuseum Stein zu Gold gesponnen. Auf einem über 100 Jahre alten Webstuhl entstehen goldschimmernde Gewebe aus Basaltzwirnen. Die Fäden stammen aus der ortsansässigen Nähfadenfabrik Altafil. Die Firma war an das Museum herangetreten, um die Eigenschaften der Basaltfäden zu testen. Der historische Handwebstuhl wird für die Verarbeitung von Basaltzwirnen aus Altafil genutzt. Wir stellen in der Handweberei diese Produkte her in verschiedenen Bindungsarten. Und Sie sehen, je nachdem, wie man das Gewebe dann hält, schimmert es in verschiedensten Tönen. Die Eigenschaften dieses Materials weiter zu erforschen, hat sich das Basaltfasernetzwerk auf die Fahnen geschrieben. Das Netzwerk war dem Museum auch behilflich, eine kleine Ausstellung zu gestalten. Dort wird dokumentiert, wie aus Millionen Jahre altem Basaltgestein eine Faser mit außergewöhnlichen Eigenschaften für Wirtschaft und Technik entsteht. Außerdem werden verschiedene Einsatzmöglichkeiten für Basaltfasern gezeigt. Man kann sie als Gewebe, Gewürge, Gestricke verwenden, im textilen Bereich, um besondere Effekte zu erzielen, oder in der Autoindustrie für den Karosseriebau oder auch verschiedene Lackeffekte erzielen zu können. Dann natürlich im Baubereich. Das Basaltgewebe ist sehr anschmiegsam, biegsam. Es ist vor allen Dingen eine brennbar, ist auch so eine Eigenschaft, die da ganz, ganz hoch anzurechnen ist. Und alle Sachen, die aus Basalt hergestellt sind, sind unheimlich leicht. Also im Vergleich zu Metallgegenständen ist das ein unheimlicher Gewinn. Aufgrund des großen Besucherinteresses wurde die Basaltfaserausstellung im Oederaner Webereimuseum bis zum 30. November verlängert. Geöffnet ist außer montags von 12 bis 17 Uhr. Zum Kürbisfest am 31. Oktober im Chemnitzer Küchwald herrscht auch bei der Parkeisenbahn Hochbetrieb. Es war eine der letzten Möglichkeiten 2014, mit der Parkeisenbahn durch den Küchwald zu fahren. Denn am 2. November wurde die diesjährige Fahrsaison feierlich beendet. Das Jahr 2014 war natürlich ein ganz besonderes für die Parkeisenbahn, denn wir haben in diesem Jahr unser 60. Bahnjubiläum gefeiert. 60 Jahre fährt unsere Parkeisenbahn schon durch den Küchwald. Und es war gleichzeitig unser bestes Jahr, was wir je hatten. Wir haben also eine Rekordbesucherzahl von knapp 140.000 Besuchern. In der Zeit von März bis Oktober ist das, denke ich, doch eine ganz reife Leistung. Und wir sind froh und glücklich über solche Zahlen. Der Besucheransturm resultiert auch aus dem sehr umfangreichen Veranstaltungsprogramm. Zu den Highlights gehörten 2014 die Feierlichkeiten um diesen 60. Geburtstag. Wir haben das Ganze eingebettet in die Veranstaltungen mit 10 Jahre Ballonfest und 50 Jahre Kosmonautenzentrum. Das war natürlich eine ganz tolle Aktion. Wir haben dort also 3 Tage ein vielfältiges Programm für die Chemnitzer auf die Beine gestellt. Aber wir haben natürlich unser bewährtes Osterhasen-Kinderfest gemacht. Wir haben am 1. Mai ein tolles Programm gemacht mit Fahrzeugparade und Trabantfahrten. Wir haben ein Programm gemacht in den Schulferien für Schulklassen und viele Besucher, die uns in den 6 Wochen der Sommerferien besucht haben. Wir haben die Märchennacht wieder durchgeführt mit einer guten
Resonanz. Wir haben das Maskottchentreffen wieder organisiert und auch das Bahnbetriebsfest Mitte Oktober war ein ganz tolles Event. Die Chemnitzer Parkeisenbahner nutzen die Winterpause nicht, um sich auf ihrem Erfolg auszuruhen. Schon jetzt sind die Planungen für 2015 in vollem Gange. Es bleibt sehr, sehr vieles, wie es ist. Das wird auf jeden Fall so sein, denn bewährte Veranstaltungen werden wir natürlich weiter fortführen. Denn es ist so, dass ungefähr 40% unserer Fahrgäste zu solchen Highlights kommen. Und daran wollen wir schon festhalten. Wir werden aber alle Veranstaltungen mal auf den Prüfstand stellen, ob sie vielleicht verbesserungswürdig sind oder ob es vielleicht auch Neuerungen geben kann mit vollkommen neuen Veranstaltungen. Wir werden uns also viele Gedanken machen, um im Jahr 2015 wieder ein attraktives Programm für die Chemnitzer Bevölkerung und alle anderen Besucher anbieten zu können. Eine weitere wichtige Aufgabe ist die Suche nach Kindern, die Parkeisenbahner werden möchten. Wir hatten also bis zum Sommer bei der Parkeisenbahn 75 Parkeisenbahner, die hier ihre Freizeit verbringen und haben jetzt aktiv in die Werbung eingegriffen. Wir sind also durch alle Schulen gegangen, haben in allen vierten Klassen Werbung für unsere Parkeisenbahn gemacht und konnten so 25 neue Parkeisenbahner gewinnen für unsere Einrichtung, liegen damit jetzt bei ungefähr 100 Parkeisenbahnern. Und das stimmt uns natürlich zuversichtlich, weil wir merken, dass die Eisenbahn immer noch ein Anziehungspunkt für Kinder ist. Und das wollen wir natürlich so fortführen, wie wir das in den letzten 60 Jahren gemacht haben. Dass die Kinder und Jugendlichen gern ihre Freizeit als Parkeisenbahner verbringen, konnte man auch zum Kürbisfest am 31. Oktober erleben. Parkeisenbahner zu werden ist nicht schwer. Also ich muss einfach nur 10 Jahre alt sein. Und dann kann ich bei der Parkeisenbahn mitmachen. Dieses Mindestalter brauchen wir schon, weil die Kleineren dann doch noch zu kämpfen haben mit der Rechnerei und. Das 10. Lebensjahr brauchen wir schon. Aber ansonsten brauche ich keine weiteren Dinge mitzubringen. Man muss gesund sein, das ist richtig. Also die Arbeitsplätze werden auch verkehrsmedizinisch überwacht, sodass man also gesundheitliche Eignung mitbringen muss. Aber alles andere erlernt man hier. Die Fahrsaison 2014 wurde zwar am 2. November beendet. Aber wir fahren natürlich nochmal am Nikolaustag, das heißt einen Tag zuvor. Wir fahren am 5. Dezember für Schulklassen und Kindergärten. Und wir fahren am 26. Dezember nochmal für alle, die dann den Gänsebraten gut verdaut haben und wieder an die frische Luft wollen. Und da bieten wir die Fahrten mit der Dampflokomotive am 2. Weihnachtsfeiertag von 13 bis 16:30 Uhr an. Auch die Gartenbahn im Innenhof des Bahnbetriebswerkes wird an diesen zwei Tagen in Betrieb sein. Vielleicht in verschneiter Winterlandschaft. Die Miniwelt in Liechtenstein erlebte am Ende der Saison 2014 nochmals einen großen Besucheransturm. Viele Menschen aus der Region und aus ganz weit weg nutzten das schöne Herbstwetter, um an nur einem einzigen Tag über 100 weltberühmte Bauwerke im Maßstab 1 zu 25 zu besichtigen. Die Saison in der Miniwelt war durchwachsen, aber gegenüber dem letzten Jahr haben wir Besucherzuwächse erreichen können und das ist sehr, sehr schön. Für den kulturellen Landschaftspark war auch 2014 ein ereignisreiches Jahr mit vielen Höhepunkten. Ob nun Miniwelt bei Nacht oder unser berühmtes Gartenbahntreffen, aber ein ganz besonderes Highlight war natürlich das Drillingstreffen mit dem sächsischen Ministerpräsidenten, wo wir ganz, ganz viele süße Drillinge bei uns in der Miniwelt hatten. Also das war einfach nur absolut genial. Neben den Drillingen waren ebenso viele andere Kinder zu Gast in der Miniwelt, denn es gibt zahlreiche Angebote für den Schulunterricht. So eine Schulstunde in der Miniwelt läuft ab, dass die Kinder zum Beispiel für den Geografieunterricht Arbeitsblätter kriegen, die sie dann abarbeiten müssen. Sie haben verschiedene Aufgaben zu lösen, sie müssen die Schilder lesen, sie müssen gucken, in welchem Land sie sich befinden. Es ist so ein bisschen wie Stadt-Land-Fluss. Also sie haben einen Begriff und müssen dazu andere Begriffe finden, zum Beispiel der Rote Turm steht in welcher Stadt, welcher Fluss fließt durch Chemnitz zum Beispiel, in welchem Land liegt die Stadt, also Sachsen und dann sukzessive in Deutschland. Und so müssen sie sich praktisch die Aufgaben zusammensuchen,
dürfen dann die Orte, die sie gefunden haben, noch in der Weltkarte eintragen. Und unterm Strich gibt es dann Punkte und eine Zensur. Keine Zensuren wurden am 31. Oktober verteilt. Da gehörte die Miniwelt den Monstern, Geistern und Gespenstern aus nah und fern. Denn ganz traditionell lud der kulturelle Landschaftspark zur großen Halloween-Party ein. Alle Kinder im Halloween-Kostüm hatten wieder freien Eintritt. Und so spukte es in allen Ecken und an allen Enden. Es gab wieder viele Halloween-Angebote, die auch den Eltern und Großeltern viel Spaß machten. Ganz besonders großer Andrang herrschte im Zauberzelt von Professor Hallowan, der die Kinder ins Reich der Illusionen entführte. Wegen der Hygiene ist da noch eine rote Hülle drumherum. Könnt ihr euch das vorstellen? Die Kiste ist in dieser roten Verpackung. Und jetzt machen wir die Verpackung zu. Gucken mal in die Kiste rein, da ist nichts drin, aber das ist ein ganz umweltfreundlicher Mensch, der Professor Hallowan. Der nimmt am Schluss die Verpackung, die gerade außenrum war, und steckt sie in die Kiste rein. Da ist die Verpackung kleiner. Verstehe ich nicht, der Mann ist sowieso ein bisschen verrückt. Keine Illusion ist die Winterpause. Die Modelle werden reingeräumt, wir gehen ganz viel auf Messen und im neuen Jahr wollen wir gerne unser neues antikes Weltwunder der Öffentlichkeit präsentieren. Es wird dann fertig sein. Im Bau ist es im Moment noch, wie man sehen kann, aber es fehlen noch einige wichtige Details, gerade die Figuren an der Front. Das Dach muss noch farblich gestaltet werden. Auch der Mini-Kosmos macht eine kleine Pause, weil die Technik gewartet und die Sterne geputzt werden müssen. Wir starten am 19. November im Mini-Kosmos mit unserem Winterprogramm und dann zeigen wir wieder unsere Filme, die man über den Sommer nicht sehen konnte, inklusive natürlich Sternenprogramm. Und zu Weihnachten gibt es wieder die berühmte Weihnachtsgeschichte, wie das Wort Weihnachten entstanden ist. Mehr Informationen zu den Programmen gibt es im Internet unter planetarium-lichtenstein.de. Die Wochensplitter wurden Ihnen präsentiert von Volker Kluge GmbH, Ihr Mietgeräteprofi und Servicepartner für Baumaschinen, Elektrowerkzeuge und Motorgeräte in Frankenberg. PKP steht nicht nur für professionelle, kompetente Pflege. Die PKP ermöglicht seniorengerechtes Wohnen. Eine Alternative für alle, die im Alter ihre Selbstständigkeit nicht aufgeben wollen. Ja, was soll ich sagen? Ich mache alles selber. Putzen, waschen, essen, kochen. Alles, was zum Haushalt gehört. Mit 92 ist man noch nicht alt. Und ich leide keine Widerrede. Ich fühle mich sehr wohl hier und ich möchte auch nicht wieder weg. Solange wie ich noch am Leben bin, möchte ich hier verbringen. In Niederfrohna befindet sich in einem neu errichteten Wohngebiet die PKP Seniorenwohnanlage am Rittergut. Die drei modernen Häuser verfügen über 29 seniorengerechte Wohnungen in einer Größe zwischen 42 bis 74 Quadratmetern. Wenn man ein eigenes Haus gehabt hat und muss dann in eine kleine Wohnung ziehen, das ist eine Umstellung. Aber hier habe ich Luft und Platz und Raum. Mit meiner Wohnung, ich habe eine Altbauwohnung gehabt, wo ich die Toilette im Haus hatte und das Bad auch in der Bodenkammer. Und da habe ich mich jetzt ja ganz sehr verbessert. Ich habe auch meinen kleinen Garten draußen, was mich sehr beruhigt. Ich habe eine Beschäftigung dadurch und ich freue mich. Es ist schon schön, ruhig vor allen Dingen. Na?
Ist schon eine schöne Sache hier. Im Zentrum der Gemeinde Bernsdorf stehen im PKP-Seniorenhaus am Bernsbach 5 seniorengerechte Wohnungen in Größe von 45 bis 55 Quadratmetern zur Verfügung. Der PKP-Seniorenhof Bernsdorf ist eine moderne Wohnanlage in ruhiger und idyllischer Lage. Die seniorengerechten Wohnungen sind zwischen 45 bis 78 Quadratmeter groß. Die verschiedenen Grundrisse der Wohnungen in den PKP-Wohnanlagen bieten den Mietern viel Raum für ihre Ideen, für die eigenen Möbel und liebgewonnene Erinnerungsstücke. Somit wird das persönliche Reich zum wirklichen Zuhause. Platz haben hier auch die eigenen Haustiere. Alle Wohnungen sind barrierefrei über einen Aufzug erreichbar. Die Türöffner sind mit Videokamera ausgestattet. Den Mietern steht ein Gemeinschaftsraum zur Verfügung, den sie zum Beispiel für Familienfeierlichkeiten nutzen können. Interessieren Sie sich für eine seniorengerechte Wohnung in einer der PKP-Wohnanlagen? Rufen Sie an bei der MPKP-Hausverwaltung in Liechtenstein 037 204 6850 oder informieren Sie sich im Internet unter www.pkp-seniorenbetreuung.de. Oh, es riecht gut, oh, es riecht fein. Genauso könnte unsere Ausgabe von Schmecken lassen losgehen. Schauen Sie mal, was wir Leckeres aus Äpfeln zaubern. Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert vom Möbelhaus Natur und Wohnen aus Bockendorf, Ihr Kompletteinrichter. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wir begrüßen Sie heute aus dem K&W-Küchenstudio in Lugau auf der unteren Hauptstraße 10. Und heute erstrahlt der Marcel in voller Größe. Muss heute nicht auf einem Hocker sitzen, er hat heute Platz nach oben. Denn, ich verrate es zuerst, wir haben eine ganz tolle Dunstabzugshaube hier. Pass auf. Kein Kopf anrampeln mehr. Keine Beulen. Tada. Das ist mal richtig fein. Ja. Habe ich mir extra für dich einfallen lassen. Wir haben das ganze Studio nur für dich hier umgebaut. Für mich? Ja, damit du dir nicht mehr den Kopf einrennst und auch nicht auf irgendwelchen Hockern sitzen musst. Ja, das war schon lustig. Das ist natürlich was ganz Feines. Ja. Vielleicht auch was für zu Hause, da du ja so groß bist eben. Ich nehme mal an, wir machen heute was mit Äpfeln, denn ich bin auch schon wie ein Apfel dekoriert. Schöne Äpfel? Schöne Äpfel, ja. Frau Striegler war fleißig gewesen. Die hat ganz viele Äpfel gepflückt. Und was machen wir denn mit den Äpfeln? Wir machen heute eine gebackene Apfeltat. Wir schälen den Apfel. Wie sagt man hier? Man höhlern ihn aus. Wir höhlern ihn aus. Und dann machen wir eine kleine Füllung noch aus Marzipan und ein bisschen Krokant, Zucker, ein bisschen Amaretto. Und dann packen wir den ganzen Apfel in den Blätterteig ein und dann werden wir den so ca. 20 Minuten im Ofen schieben und dann darunter backen. Und dazu gibt es noch ein kleines, habe ich heute extra mitgebracht nochmal, ein kleines Apfelsorbet mit Calvados, sehr lecker. Also gibt es heute Süßes für die Süße. Sozusagen ja. Sozusagen ja, wunderschön. Ja, letzte Woche hast du dich ausgeruht. Ja. Ja. Also du hast geguckt, wie die anderen gucken. Ja, ich habe ordentlich aufgepasst. Ja? Ja, und was mache ich heute? Ja, heute machst du es noch komplett alleine. Ach du liebe Zeit. Ganz genau. Also erst ich habe mir schon erstmal ein ordentliches Messer mitgebracht. Weil also wenn du das jetzt ordentlich bezeichnest, ich möchte ja nicht mäkeln wollen, ne? Es funktioniert und es ist unheimlich scharf. Netter. So, gut. Was mache ich mit meinem Messer und meinem Apfel? Als erstes mit einem Sparschäler. Da drüben, mal gucken, ob du mit so einem umgehen kannst. Wollte ich gerade sagen. Ja. Aber scheint zu das funktionieren. Ist mein Mann, der einen ordentlichen Sparschäler hat. Also wenn ich mir mal vorstelle, wie ich Spargel schälen muss. Ja, wir wollen ja sauber arbeiten. Das ist ja eine ganz fürchterliche Arbeit, aber das ist ja mal ein Schäler, den kann sogar ich bedienen. Oh, das muss einem ja auch gesagt werden. Wie viele Äpfel brauchen wir da für was weiß ich, 4 Personen? Kommt auf die Größe des Apfels nachher drauf. Habe ich etwas größere Äpfel, reichen 2 Stück. Die halbieren wir dann. Jetzt haben wir kleinere Äpfel.
da brauchen wir dann schon, also in der Größe, 4 Äpfel von. Gibt es das dann bei euch auch auf der Karte? Das haben wir uns bei uns aktuell auch auf unserer Karte auch aufstehen. Und Frau Schriegler durfte es auch schon probieren. Und du hattest auch eine gute Resonanz auf unsere Sendung beim letzten Mal? Ja, tatsächlich. War ganz überraschend für mich. ja, ich wurde darauf angesprochen. Ich verhandle gerade mit meinem Chef um High Heels als Arbeitsmittel, aber so richtig will er da nicht ran. Mann, da ist er nicht so schnell, der Mann. Aber die Äpfel sehen ja wirklich schön aus, wie gemalt. Also man kann das auch, wenn man einen Apfelstrudel macht, es gibt also die Köche, helfen sich immer sehr gerne, für einen Apfelstrudel brauchst du ja unheimlich viele Äpfel, ne? Ja. Dann kann man den Apfel auch in einem Akkuschrauber hängen und dann den Sparschäler auch vorne auflegen und dann lässt man den Akkuschrauber laufen und dann schält der Apfel wie so eine Drechselbank. Das geht Siehste? Auch. Und ich will zu Weihnachten, wünsche ich mir ja einen Akkuschrauber. Tatsächlich. Damit kann ich dann Apfelstrudel machen. Muss man zu Hause nur so verkaufen, dass du den zum Strudel machen brauchst. Genau. Ich muss da nochmal mit dem Weihnachtsmann sprechen. Und was gibt es noch so bei euch? Als nächstes ist natürlich die Martinsgans, liebe Zuschauer, am 11.11. Aber die gibt es nicht nur am 11.11. Die kann ich dann auch, die kann man auch so länger dann essen. Genau, also wer am 11.11. vielleicht keine Zeit hat zum Martinstag, dann kann man auch noch später im Hotel Bock eine ganze Gans essen. Eine ganze Gans? Das möchte ich sehen. Also ohne Zubehör? Also ohne Rotkohl und Klöße? Eine Gans vielleicht nicht, aber ein Stück. Also wir haben jetzt so 4-5 Kilo gehabt. Ich bin hier mal Weihnachten von einer Disco gekommen, da war ich noch sehr jung. Und im Keller stand die Weihnachtsgans. Die stand dann am nächsten Tag nicht mehr. Das fand meine Mama nicht so gut. Die hast du nicht gegessen? Die Haut runtergegessen? Komplett? Ganz? Nicht ganz alles, aber man konnte also die Familie, ganz wenig war noch übrig. Man konnte dann den Weihnachtsbraten quasi vergessen. Das Fest war bestimmt toll. Ja, es gab dann Fischstäbchen. Na gut. So, wie geht's jetzt bei uns weiter? Also, nimm mal einen Apfel, schneiden oben und unten, wie sagt man, den Kürbis ab. Ach, wir höhlern jetzt aus. Ja, jetzt höhlern wir aus. Wir brauchen ungefähr so eine gerade Fläche, sodass wir den hier so hinlegen können. Jetzt habe ich aus Versehen sogar dein Messer genommen. Nicht das dramatisch. Das ist so klein dann, aber das geht auch. Ja? Auch bei Äpfel. So. Guck mal, jeder drei. Jeder drei, genau. Und jetzt gibt es auch Werkzeug dafür. Gibt es auch Werkzeug dafür, ja. Das ist so eine Art wie ein Bratapfel? Gefüllt dann? Ja, man kann das so wie ein Bratapfel füllen. Ah. Das auf jeden Fall. Man kann da auch, also man kann da unheimlich variieren mit in die Masse, die wir gleich machen. Da kann man auch Haselnüsse mit reinmachen. Man kann Cornflakes mit reinmachen. Es gibt der Ganze noch ein bisschen was Knuspriges. So, hier. Seht ihr? Gut. Jetzt einmal du. Ich nehme den schönen roten. Halt. Zack. Also ein bisschen größer möchtest du das schon haben, ne? Ja, da muss ja was rein, ne? Muss was rein, na dann geht's los. Was gibt's denn noch so Neues bei euch auf der Karte? Ihr habt ja irgendwie eine neue Karte. Dann am Donnerstag fangen wir an mit einer neuen à la carte Karte. Wieder ganz tolle Sachen gerade drauf. Echt? Hallo. für unsere, wir haben ja immer sehr viel mehr Gäste, die ja allergisch reagieren. Ja. Laktose und sowas, das haben wir uns auch ein bisschen zu Herzen genommen. Es gibt jetzt wieder neue glutenfreie und laktosefreie Gerichte auf der Karte. Jetzt haben wir noch ein Soja-Geschnetzeltes mit auf der Karte mit drauf. Dann haben wir... Geht's auch schon so ein bisschen in Richtung Weihnachten? Ja, wir fangen jetzt ein bisschen an mit Wild. Jetzt haben wir den ersten Hirschkalbsbraten auf der Karte stehen. Wilde Wochen im Hotel Bock. Wilde Wochen, ja. Genau. Ich möchte auch noch mal stechen. Na bitte. Nee, mach du erstmal. In der Zeit arbeitest du das andere zusammen. Siehst du? Erst sollte ich, dann soll ich wieder nie. So, und wenn du stichst, zeige ich dir noch ein bisschen was von dieser grandiosen Küche. Die hat nämlich nicht nur diese wunderschöne Dunstabzugshaube. Ja, die ist schon toll. Kann ich sagen, also zack. Zu Hause stoße ich ja auch immer an die Abzugshaube. Eben. Aber in dieser Küche verbirgt sich noch mehr. Dieser Schrank zum Beispiel. Traumhaft, oder? Keine Finger mehr? Putzfreundlich? Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie sieht es denn aus mit der Putzfreundlichkeit? Gut, weil du brauchst ja nicht mehr so vorne drauf, sondern
Dann haben wir noch einen wunderschönen Kühlschrank von Liebherr mit LED-Beleuchtung. Ah, Liebherr, die haben schon tolle Kühlschränke. Das ist schon. Und mit diesem Bio-Fresh-Fach, das ist jetzt ganz was Besonderes, wird auch viel nachgefragt, weil Obst und Gemüse hält sich länger und es schließt ganz leise. Also du brauchst nicht mehr so die Tür, zack. Haben wir extra alles für dich gemacht. Extra für mich? Ja. Also darf ich die nachher auch mitnehmen? Wenn sie ins Auto passt, warum nicht? Nimm sie mit. Muss sogar fast reinpassen bei mir zu Hause von den Maßen. Na dann. Ja, bis auf den Block hier, da kriegen wir Schwierigkeiten. So, was machen wir als nächstes? Du machst als nächstes. Was mache ich denn als nächstes? Oh, du nimmst das ja. Ich kann gut zugucken. Du kannst gut zugucken? Ja. Das ist Marzipan, das sehe ich. Genau, jetzt haben wir eine einfache, ganz normale, einfache Marzipan-Rohmasse. Ach, komm mal, ein bisschen mehr, dann haben wir ein bisschen was mehr. Es ist auch so ein bisschen wie Weihnachten schon. So. Jetzt ist aber gut hier. Wir haben ja auch genug Arbeitsfläche, dann müssen wir das halt so rüber machen. Zack. So. Ja, dann musst du doch arbeiten, prima. Siehst du? Eine Gabel. So, jetzt machen wir ein bisschen Rohrzucker rein. Und dann wirst du das Ganze mal versuchen, alles zu einer schönen, geschmeidigen Masse zu verkneten. Ja, also Rohrzucker. Und ganz lecker. Also, ein bisschen Amaretto. Muss ich ja richtig arbeiten. Oh, das. Wir machen alle ein bisschen mehr, genau. Nachher kommt noch der Wein von der Frau Stiegler. Wunderbar. Genau, hier aber den Apfelsaft, den wir das letzte Mal schon vorgestellt hatten. Das ist eine mühselige Arbeit hier. Mit so einer Kleingabel. Ja, gibt man Muskeln. Kann das auch mit einem Handrührgerät machen. Geht auch. So. Wie viel Marzipan brauchen wir jetzt für unsere 6 Äpfel? Für unsere 6 Äpfel? Was ist so ein... Ah, das sind jetzt ungefähr 200 Gramm Marzipan, was wir jetzt haben. 250 Gramm Marzipan haben wir gemacht. Und wenn man jetzt noch ein bisschen Zimt reinmacht, hat man Weihnachten. Genau, dann haben wir Weihnachten. Also man kann da auch sehr variabel sein, liebe Zuschauer. Aber am besten ist, Sie gehen ins Hotel Bock und lassen das vom Marcel zubereiten. Genau. Der kann das eh viel besser als ich und wahrscheinlich auch schneller. So. So, was gibt es noch bei euch im Hotel Bock? Lauter nette Leute. Lauter nette Leute und an Veranstaltungen so. Was liegt da als nächstes an? Also die Martinsgans. Kartoffelbuffet haben wir wieder. Weihnachten. Ist nicht mehr lang. Was ist das noch? 53 Tage noch? 57. Heute 57 Tage. Die Woche nicht mehr mit. Ihr hat schon angefangen. Gut. Den Adventsbrunch, den ersten im Monat, den machen wir auch noch. Den ersten Adventsbrunch. So, jetzt machen wir ein bisschen noch hier Orangenabrieb mit rein. Ein bisschen Zitronenabrieb. Das gibt der Sache noch ein bisschen Frische. Ja, ein bisschen Säure auch. Oh, liebe Zuschauer, wenn Sie wüssten, wie das duftet. Ich muss mich ja schon sehr beherrschen. Oh, machen wir noch ein bisschen. Ne? So. Du musst es doch auch über meine Masse treiben. Oh, du hast ja gleich Ansprüche. Ja, habe ich gelernt. Der Patrick war ein guter Lehrer. Der Patrick war ein guter Lehrer, das stimmt. Der muss dich heute würdig vertreten. So. Aber es ist nicht so, dass der Patrick jetzt keine Lust mehr hat zu kochen. Der kommt auch wieder mit. Ja, da kommt er hat auf jeden nur Fall ab wieder. Und zu mal auch andere Verpflichtungen. Und wir beide kommen auch gut klar. Ich denke schon, ne? So, jetzt gehen wir noch ein bisschen Krokant mit rein. Wir haben ein bisschen Haselnusskrokant. Ich sag mal, kann auch Mandeln mit reinmachen oder richtige Haselnüsse. Mit einem Löffel bewaffnet, nehme ich mal an, kommt die Füllung jetzt hier rein? Ich würde erstmal probieren. Wir haben schon probiert, wo du weg warst. Du hast schon genug. Ich habe extra gewartet. Und für gut genug befunden. Okay. Und die Frau Striegler hat das auch. Hat das auch schon genascht. Okay, naja, wir müssen ja wissen, ob es schmeckt. In die Äpfelchen. Ich mache erstmal der Ute hier. Wir machen mal für deinen Apfel, da schneiden wir noch ein bisschen ab. Das wird vielleicht nachher noch ein bisschen hoch werden. Endlich gibt es was zu naschen. So, ich esse den mit der Füllung. So. Aber die Äpfel schmecken echt lecker. Ja. Aber die Füllung fällt doch jetzt unten raus. Nein, die fällt nicht raus. Nee? Nein, die fällt nicht raus. Ich muss mir besonders viel Mühe geben hier. Ah, das reicht schon fast, was da drin ist. Das reicht schon? Ja. So. Gut. So, hübsch. Hübsch. Weil du es so toll machst, darfst du meine Äpfel mitmachen? Sehr gerne. Ja. Solange ich keinen Fisch schneiden oder... So, wie geht's denn dann mit unseren gefüllten Äpfeln weiter? Ja, wenn die Masse jetzt drin ist, dann werden wir einen Blätterteig nehmen. Mhm. Den handelsüblichen Blätterteig, den kann man überall kaufen eigentlich. Und dann werden wir den mit einem Ring, so einen Aufstechring mitgebracht,
wenn wir den Blätterteig ausstechen, dann werden wir den Blätterteig in den Apfel wickeln. Aha. Genau. So einfach. So einfach eigentlich. Und wie lange muss dann unser Apfel im circa 20 Minuten. So schnell, doch. Hätte ich jetzt gedacht, das dauert länger. Fertig. Alter, das sieht nicht schön aus. Ja, genau. Gib dir mal ein bisschen Mühe. Das zweite Mal dabei, liebe Zuschauer, und schon meckern, ja, und oder? Schon wird er voll laut. Ja, beim letzten Mal war er noch handzahm und jetzt entpuppt er sich. Und was machen wir jetzt mit der übrigen Masse? Kann man die eigentlich dann wieder aufheben? Eigentlich kann man sie nicht aufheben, ne, wenn man sie nicht direkt so naschen tut. In Glasfolie einpacken und dann im Kühlschrank nochmal lagern. Für den nächsten Äpfel. So. Prima. Und du kannst auch was machen. Mach mal das mit deinem Blätterteig hier. Nicht mit dem Blätterteig. Ja, das sah so professionell bei dir aus. Das kann ich hier aufs Auge drücken. So, ein ganz handelsüblichen Blätterteig hier. Sehen Sie, liebe Zuschauer, eigentlich brauche ich gar keinen Koch. Die sagen nur, was ich machen soll, damit hier mal was Ordentliches passiert. Ja? So, stechen wir ihn aus. Jetzt bin ich gespannt. Bist du gespannt? Hier. Weil die Äpfel sind ja viel größer. Ja, das wird alles. Du könntest ja in der Zeit schon mal die Eier trennen. Das Eigelb brauchen wir. Und das Eigelb so ein bisschen mit einem kleinen Schluck Sahne vermengen. Okay. Das brauchen wir nachher zum Betinseln. Das sind aber kleine Eier. Nachher, ja, das sind hier schöne Bio-Eier. Die schmecken auch noch nach Ei. Eiweiß hier, Eigelb hier? Wie du möchtest. Das sind ja so Sachen, die mache ich ja richtig gern. Aber richtig, ein schönes Gelb. Liebe Zuschauer, aus mir wird noch ein Koch. Ich glaube, meine Mama ist stolz auf mich. Ja. Kommt das dann mit hier rein? Das kannst du mit reinmachen, ja. Okay. So. Ein gelbes und ein oranges. Vielleicht war es ein anderer Hahn. So. Jetzt habe ich ein wunderschönes Handtuch von ihm bekommen. Der Marcel hat heute an alles gedacht. An die Schürze hat er gedacht, an ein Handtuch hat er gedacht. Unglaublich. Ein Schluck Sahne mit rein. Vermengen wir das Ganze mal so ein bisschen. Oh, das sieht ja aber hübsch aus. Ne? Äpfel dazu. So. Jetzt geben wir hier auch noch ein bisschen von diesem Zucker drauf. Das ist aber dann schon ganz schön süß. Ja. Also für figurbewusste Leute ist das jetzt nicht so richtig was, oder? Doch, wir haben Rohrzucker. Der ist wesentlich besser wie der weiße Raffinadezucker. Ne? Das ist, und ja, das Marzipan ist auch kaum süß. Das ist überhaupt gar nichts. Ne? So, jetzt legen wir den Apfel einfach hier drauf. Dann ziehen wir den Apfel. Apfel im Schlafrock. Könnte man eigentlich auch so sagen, genau, Apfel im Schlafrock. So, dann drückt man das unten schön an, drehen wir so um und dann ist eigentlich fertig. Bitte sehr, du machst das wunderbar. Prima, ne? Das ist heute perfekte Arbeitsteilung. So, wir ziehen ihn ein kleines bisschen, passen den Apfel ein bisschen an. Ja, weil wir haben ja auch hier noch große Äpfel. Und schneiden wir einfach wieder was ab, wenn er nicht passt. Dann müssen wir das ja wieder essen, was da abgeschnitten wird. Also es ist fürchterlich, ne? Ja. So, dann haben wir eigentlich was wunderschönes. Ein bisschen andrücken. So. K&W Möbelvertriebs GmbH Sachsen in Lugau, Untere Hauptstraße 10. Etwas Schönes, etwas Gutes, etwas Neues. Besuchen Sie unsere neue Küchenausstellung mit neuen Fronten, zum Beispiel Sandfarben. Passend dazu gibt es Glasfronten. Der neue Trend sind elektrische Glaslamellenfronten. Einfach am unteren Boden antippen und die Glaslamellen öffnen oder schließen sich. Neu in unserer Küchenausstellung sind ebenfalls trennstarke und dekofreundliche Arbeitsplatten. Besuchen Sie unsere neue Küchenausstellung. Wir beraten Sie gern. K&W Möbelvertriebs GmbH Sachsen in Lugau, Untere Hauptstraße 10. Gut, jetzt haben wir die Äpfel alle eingepackt, oder du hast mit eingepackt, ne? Wir haben eingepackt. Wir haben Äpfel eingepackt.
So, und jetzt bepinseln wir die Äpfel. Ah, damit es schön knusprig wird. Genau, ähnlich wie bei Apfelstrudel. Genau, wie beim Apfelstrudel. Rundherum schön einpinseln. Ihr könnt stundenlang zugucken, liebe Zuschauer. Macht das richtig gut? Ich könnte dir das... Das ist aber ganz aufmerksam, ne? Das also liegt ja in der Herren auf, weil es ja schöne Bio-Eier sind. Da ist also kein Kunststoff dran gefüttert ist oder sonst irgendwas, sondern wirklich ganz tolle, leckere Eier. Dann haben die eine ganz schöne goldbraune Farbe nachher. Ich bin schon ganz schön neugierig. Aber es ist eine schöne Idee. Ja, kann man zu Hause auch gut selber nachmachen. Also. Kann man wunderbar nachmachen. Es gab dieses Jahr eine gute Apfelernte. Ja. Ne? Jeder hat den Garten voller Äpfel hängen. Viele bringen ja dann weg zu den Saften und lagern sich das dann im Keller ein. Und na, das kann man auch mal ganz nett zu Hause machen. Ja, ist ein schönes Dessert. Oder für nachmittags zum Kaffee. Zum Kaffee zum Beispiel. Ist wunderbar. Ja. Ganz wunderbar. Ein bisschen Vanillesoße noch dazugeben und dann schmecken lassen. So machen wir das. Vielleicht probiere ich das mal zu meinem Sohn seinen Geburtstag. Das ist eine Idee. Also eine es geht nun auch relativ zügig, ne? Ja. Wie gesagt, Äpfel hat ja fast jeder im Garten. Und ich nicht, aber ich kenne in Limbach ein Hotel, die haben ganz viele Äpfel. Die haben ganz, ganz viele Äpfel. Ich hörte davon, ja. So, damit die Sache jetzt auch ein bisschen optisch ein bisschen mehr besser aussieht, lass mal die Gabel jetzt einfach mal so ein bisschen drüber laufen. Dann kriegen wir ja so ganz kleine Rauten rein. Muster. Ja, so. Sieht jetzt so ein bisschen aus wie so ein Camembert. So, du auch? Aber man kann ja auch so andere Muster machen, oder? Du kannst auch andere Muster machen. Ich mache so Wellenlinien. Das kann man, glaube ich, auch richtig gut mit Kindern machen. Aber der Blätterteig darf dabei nicht kaputt gehen. Nicht, dass er jetzt kaputt gegangen ist. Das war nur so ein Hinweis. Nur so ein netter Hinweis, genau. Wir machen keine Rauten mehr, keine Experimente mehr. Und was malen wir jetzt? Wir machen jetzt lustige Gesichter auf dem Teller. Gut. Wir machen jetzt einfach ein paar Schokoladenstriche da drauf, damit das Ganze ein bisschen netter näher aussieht. Also ich habe jetzt weiße Schokolade hier drin, weiße Kuvertüre. Oder auch so, ja. So, ich mach mal vor, mal gucken, mach ob mal du irgendwas nachmachst. Das ist jetzt ganz einfach. Sieht aus wie ein Wandtattoo. Bin ein bisschen zittrig. Oh, sieht doch gut aus. Hat so was Herzmäßiges. Ich mache halbe Herzen. Ich muss da noch ein bisschen mehr. Und bei weißen Tellern? Oh je. Kommt wieder ganz viel. Es kommt ganz, ganz viel bei mir auch. Ruckzuck sind sie fertig und sehen fantastisch aus. Genau, 20 Minuten im Ofen gewesen ungefähr, ne? Plus, minus mal 2-3 Minuten nachher, ne? Das ist von Backofen zu Backofen unterschiedlich. Jeder heizt anders. Da muss man halt mal ein Auge mit drauf werfen und dann geht das. So, und jetzt machen wir die Sache eigentlich fertig. Du hast ja deine Teller da auch schon sehr schön vorbereitet. Ganz wunderbar nachher, damit der Apfel auch noch ein bisschen besser rutschen tut, ne? Ein bisschen Vanillesoße mit dazu. Die selbst gemacht, nehme ich an. Ja, die habe ich heute schon mal vorbereitet, weil das hätte jetzt einfach den Rahmen gesprengt nachher. Also das duftet fantastisch. So, nehme ich mal so einen Apfel, der sieht ganz gut aus hier. So, hier kommt der Ute-Irre rein. Er ist leider ein bisschen aus dem Leim gegangen, aber mit Liebe gemacht. Für die Farbe noch, ein bisschen Schokosoße. Wir machen ja heute eigentlich kein Essen, das sind ja richtige Kunstwerke, ne? Ja. Ich denke mal, einfach nur lecker soll es sein. Du kannst ruhig weitermachen. Ich kann weitermachen. Ich brauche hier ein bisschen länger für meine Kunst. Ich fühle mich ein bisschen wie Van Gogh. Das ist eine ganz einfache Sache. So. Und jetzt kann man das entweder mit einem Holzspieß machen, ne, oder einem Löffel. Und jetzt geben wir nachher einfach mal durch. Dann kriegen wir so kleine Herzchen hin. Ich habe ja schon ganz viele. Du hast schon ganz viele Herzchen, ne? Das ist ja wie eine Liebeserklärung schon. Ja, ne? Liebeserklärung an den Apfel. Nee, an die Ute. Achso, an die Ute. An die auch, ja, klar.
So. So, und jetzt habe ich noch ein kleines Eis vorbereitet. Ein kleines Apfeleis. So. So, das Ganze ein bisschen glatt streichen, wie so ein Stuckateur hier, so. Dann holen wir jetzt die Ute und wir machen dann weiter. Ute, wir hatten jetzt ein leckeres Dessert, ja. Ein Apfeldessert. Was passt dazu für einen Wein? Also, zu dem Apfeldessert, es ist ja süß, ne? Marzipan, ja, sehr süß. Und so. Also sollte man auf alle Fälle auch einen Süßwein nehmen. Okay. Ja? Ich habe hier verschiedene mitgebracht, würde gerne danach noch schnell was dazu erzählen. Ich würde bloß uns erstmal einen Tee machen. Ich habe heute was mit und zwar sind das Kakaobohnenschalen. Kakaobohnenschalen, okay. Ja. Ich also dachte, ich kann jetzt naschen, okay. Die Älteren kennen das vielleicht, also ich kann es nicht bis vor kurzem. Und hier steht drauf, man braucht einen Esslöffel und da das Ganze auch 5 bis 8 Minuten ziehen muss, machen wir das erstmal. Machen wir uns jetzt erstmal einen Kakaobohnenschalentee. Ein schönes Wort. Das kann ich dann alles bei dir auch im Deli im Bock kaufen? Genau, das haben wir auch. Na? Das ist mal was anderes. Ja, ich finde, ich trinke gern Tee. Also. Na? Man kann diese übrigens auch essen, einfach so. Also die Schalen. Die Schalen aber kannst du auch so essen. Ich kenne es ja von den Kakaobohnen. Da hattest du mir ja schon mal welche geschenkt. Das war ja auch sehr lecker. Und hast auch wieder deinen leckeren Honig mit. Den dann zum Süßen, ja. Wo natürlich das Glas schon mal fantastisch aussieht, wo ich immer wieder sage, es ist ein schönes Geschenk. Na. So einfach so ein Mitbringsel. Wenn man zum Süßen nimmt, sollte der Tee, das ist gut für dich, auch erstmal ein bisschen abgekühlt haben. Honig sollte man ja nie über 40 Grad erwärmt werden. Mhm. Ja, weil sonst geht eben diese guten, tollen Dinge verloren. Aber jetzt nochmal zum Wein, was ja auch eines meiner Steckenpferde ist. Habe ich mitgebracht heute einen Eiswein. Haben wir schon mal getrunken, glaube ich, mich zu erinnern. Na, richtig schön süß, weil der Wein muss im Prinzip noch ein bisschen süßer sein als das Dessert. Und wir hatten ja da Marzipan drin, ja, den Rohzucker. Manchmal kann man vielleicht noch Rosinen noch mit reinmachen, wird es noch süßer. Ja. Na? Der wäre was ganz Tolles. Eiswein, muss man den kalt trinken? Ja. Ja. Gut. Also generell. Also ich habe heute nur Weißwein mit, aber mal ein paar... Nur Weißwein mit? Und ein Sherry. Na? Das ist auch Pedro Ximénez. Das ist auch ein süßer Sherry. Na? Da brauchen wir ja auch bloß nur so 5 cl. Okay. Na? Überhaupt. Mhm. Also beim Süßwein sollte man... jetzt nie unbedingt den Shoppen, kann man machen, wenn man will, aber ist eigentlich nicht. Also wär nichts für mich. Na? Nee, muss nicht sein. Diese Weine würden jetzt zu unserem Dessert passen. Und zum Apfel generell, passen die auch gut zum Apfel überhaupt? Und zum Apfel, ich sag mal, Apfel hat man ja dann in vielen Kombinationen doch noch dann noch mit dabei, wie zum Beispiel in der Weihnachtsgans oder im Gänsebraten Martinsgans, da ist der Apfel mit dabei. Und das sind ja dann ziemlich wuchtige und kräftige Speisen. Und da braucht man natürlich dann auch einen kräftigeren Wein. Aha. Ja? Geht auch mit Weißwein. Und da sollte man aber ein Stück wegkommen von jungen Riesling, die man jetzt vielleicht im Sommer ganz gerne getrunken hat. Sondern wäre so, wie man den Traminer Eiswein haben, hat Vinzenz Richter zum Beispiel auch eine Traminer Spätlese trocken ausgebaut. Ja, es ist ein sehr bouquetreicher Weißwein, erinnert an Blüten, Rosinen und viele, viele Aromen. Was ich gerne dann zur Martinsgans auch trinke, das ist zum Beispiel ein Cuvée. Und da ist drin Pinot Bianco, Chardonnay und Sauvignon. Der ist jetzt aus Südtirol, vom Weingut Manningrohr. Oder auch zum Beispiel der Chardonnay S. Das sind alles Trauben, die gehaltvoll kräftig sind und diese mit dem vielen Fett, mit den ganzen Aromen gut harmonieren. Aha. Ja? Und man könnte auch einen Riesling nehmen, das muss dann aber was Gereifteres sein. Also die dürfen nicht so viel Säure haben. Also ist es eigentlich am besten, wenn die Zuschauer bei dir vorbeikommen und sagen, ich habe eine Weihnachtsgans, welchen Wein können sie mir dazu empfehlen? Gerne.
Ja, und ich kann bei dir im Bock auch den Wein kaufen. Sie können den bei mir kaufen und Sie können den natürlich auch vorher probieren. Ja, das ist schon mal nicht schlecht. Was ich immer sehr wichtig finde, weil letzten Endes jeder hat auch einen anderen Geschmack und schmecken muss es. Das ist richtig. Ja? Also, liebe Zuschauer, dann auf. Sie gehen ins Hotel Bock, lassen sich von Marcel wunderschön bekochen, vielleicht mit einem Dessert, einen schönen Kaffee, und die Ute berät Sie nebenbei noch zum Thema Wein. Und es gibt natürlich noch viele, viele schöne andere Leckereien bei dir im Deli im Bock. Ja, ja. Also von der Schokolade über Marmelade, Honig, Apfelsaft in rauen Mengen zurzeit. Ja, eingelegte Zucchini auch in unserer Küche hergestellt. Natürlich haben wir auch noch die Kürbismarmelade. Also viele, viele leckere Sachen und Präsente. Na dann, muss der Marcel jetzt mit dran. So, ihr beiden, hat mir riesig Spaß gemacht. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Da geht es dann schon gen Weihnachten. Das ist unsere letzte Sendung für dieses Jahr, beim nächsten Mal. Also Marcel, leg dich ins Zeug, denk dir was Fantastisches aus. Da habe ich überhaupt keine Bedenken, das kannst du. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und natürlich beim K&W Küchenstudio in Lugau auf der unteren Hauptstraße 10. Kommen Sie vorbei, hier gibt es jede Menge Küchen im Abverkauf und immer die neuesten Trends, was die Geräte betrifft und natürlich die Dekors. Bleibt uns nur noch zu sagen, viel Spaß beim Nachkochen und dann schmecken lassen. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Möbelhaus Natur und Wohnen aus Bockendorf, Hauptstraße 56a. Sie finden bei uns trendige Einrichtungskollektionen mit passenden Polstern zum Wohlfühlen für die gesamte Familie. Liebe Zuschauer, das war's. Ich verabschiede mich heute aus Frankenberg, wünsche Ihnen eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss. Bitte nimm meinen Hintern, da hab ich ein Handy stecken.